Hallo ihr kleinen Zuckermäuse, hier ist eure Vulva, na, alias CC Fatcock, meine liebe Schwester, das Vulvinchen, ne? Das ist heute leider nicht mit dabei, das muss nämlich arbeiten gehen, die soll nämlich was tun für ihr Geld. Ja, aber ein Geist ist ja bei uns, ne? Hier hinten auf den Fotos. Naja, bevor ich hier noch einen feuchten Schlipper kriege, weil ich so oft an sie denken muss, erzähle ich euch mal kurz, was wir gemacht haben. Wir waren auf dem schwul-lesbischen Straßenfest in Berlin. Ja, das findet einmal jedes Jahr eine Woche, genau eine Woche, vor dem CSD in Berlin statt, und zwar im schwulen Kiez in der Mottstraße. Und wisst ihr, wen wir da getroffen haben? Ja, den Rolfe Scheider. Oh, Kinders. Was für ein herzensguter Mensch. Wir hatten ein wunderschönes Meerjungfrauen-Outfit an. Ne? Schreibt uns doch mal in die Kommentare unten, wer von uns die Ariel ist und wer von uns die böse Meerhexe Ursula. Ausgenommen Rolfe. Rolfe ist Rolfe. Wir freuen uns. So, nicht nur, dass wir auf dem Straßenfest in Berlin waren, nein, wir waren noch auf dem Berliner CSD in Regenbogen. Na, wir haben uns extra was Hübsches ausgedacht. Dazu haben wir mal zwei, drei kleine Clips, die füge ich mal jetzt hier so hinten dran. Aber ich muss euch sagen, so ganz unter uns, nochmal so ein Scheißwetter, Petrus. Und wir sind nicht mehr befreundet auf Facebook. Das lasst dir gesagt sein. So, Kinders, ihr kleinen Zuckermäuse, ne, wir sind jetzt hier irgendwo im tiefsten Schöneberg. Ne? So flach. Ja, wir laufen jetzt hier gerade so ganz spontan die Parade entlang. Es ist ganz schön dunkel. Ich hoffe nur, dass es nicht regnet, sonst verläuft unser ganzes schönes, teures Make-up. Echt, ey. Ne? Oh, so hübsch. Ja! Kinders, ich muss euch sagen, ihr kleinen Zuckermäuse, das schüttet hier gerade wie aus Eimern. Na? Wir laufen jetzt gerade zurück zur U-Bahn, weil uns das einfach zu feucht wird. Und mit so viel Feuchtigkeit haben wir auch nicht gerechnet. Ich bin feucht, Mensch. Ja. Bis auf den Tanga sind wir feucht, du, das scheppert hier. Ich glaube, hier bricht der dritte Weltkrieg aus. Wir müssen erstmal Schuhe kaufen gehen am Alex. Ne? So einen feuchten CSD hatten wir ja noch nie. Wer weiß, ob wir hier überhaupt noch in die U-Bahn kommen. Die wird bestimmt knackenvoll sein. Kinders, hier wartet man wirklich halben Meter hoch durch Wasser. Das ist nicht feierlich. Scheibenkonisch. Ja, nachdem es so doll gegossen hat und wir eigentlich von oben bis unten nass geworden sind, haben wir uns dann doch entschlossen, zurückzugehen. Ja, war wohl doch nicht die beste Entscheidung. So, nun hat es aufgehört zu regnen, aber ich habe noch eine schöne Blume ins Haar gesteckt bekommen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Kinders, zeigen lassen Fuß. Ja, hat wie gesagt endlich aufgehört zu regnen. Ne? Vulvinchen rennt schon vor, die alte Bibi. Wir fahren jetzt mit der U-Bahn nach Hause. Was für ein CSD, wir haben noch nicht mal alle Wagen gesehen und all sowas. Wir fahren nach Hause wegen des Wetters. Hatten wir noch nie. Das war vielleicht ein CSD. Naja, wir melden uns gleich nochmal vom Alex.
So, das war mal ganz ein kurzer Ausflug zum Nollendorfplatz. Ne? Ja, meine schöne Blume. Wir sind jetzt wieder auf dem Weg mit der Parade zum Brandenburger Tor. Also jetzt ist es für uns noch nicht zu Ende, weil es hat ja zu regnen. Wir sind zwar feucht bis auf den Schlüpper, aber das interessiert uns jetzt im Moment gar nicht. Hauptsache das Make-up setzt, ne? Komm, wir gehen jetzt darauf auf den Rahmen, oder? Was? Gute Idee. Schön, dass ihr so lange ausgehalten habt mit mir und noch nicht weggeklickt habt. Ich hoffe nicht. Ja. Weil, ja, Kinder, sie haben die Godmother of Drag getroffen. Die unvergleichliche, unglaubliche Olivia Jones. Ja, und sie hat mit uns etwas posiert, ne? Wir machen mal hier so einen kleinen Fotoeinblender. Ja, Kinders. Ne? Und guckt euch doch einfach mal so unsere lustigen Videos hier an, die wir während der Parade in Hamburg gedreht haben. Ab und zu gibt es vielleicht auch die eine oder andere Weisheit von Wolbinchen, Bibi, aber so ist sie nun mal. Hallo, ihr kleinen Zuckermäuse. Im Hintergrund, ne, da seht ihr den Hamburger Hauptbahnhof. Kinders, wir haben es bis nach Hamburg geschafft, das ist nichts groß. Ich hätte schon dreimal auf der Autobahn gekracht. Ich sag euch, mir ist die linke Brust fast unter in mich befeuert. Was wird der echt gemacht? Hoch jetzt. Achso. Ja. Okay. Mit Gaffertee festgebapselt. Ne, die hängt ja so mal ein bisschen tiefer als ich. Soll ich immer ausprobieren, dass meine Pink steht? Ja, dass deine hängen. Warte mal, da unten sind sie. Bleib da. Oh. Genau da. So, meinst du? Ja. Kinders, wir warten jetzt hier drauf, dass jetzt die Parade irgendwann losgeht. Um 12 oder so. Ja, und in der Weine trinken wir mal. Genau, trinken wir uns jetzt Mut an. Ein Säckchen, ausnahmsweise nicht von Rotkäppchen. Nee, diesmal aus dem Getränke raus. Kalten. Ne, Brüsterchen, Kinders. Auf schöne Woche, eine Party im Hintergrund. Andere Party komplett. Ist das nicht cool? Absolut. Hey. Mach das von vorne. So, Kinders, wir haben ja gerade eine gesehen, die hatte hier in den Ohrlöcher die Fahnen reingesteckt. Ne? Und wo Wienchen meinte, so, Mann, diese Ohrlöcher, die sehen ja total scheiße aus, ne? Ja, du musst jetzt was dazu sagen. Ja, na, weil die ihn ja schön entstellen können. Ja, deine mit der Fahne sah ja nicht schlecht aus, aber das sind die hässlich. Das stimmt. Aber da gibt es ja schon Ohrloch-Reparationen, eine Reparatur. Kann ich euch nur empfehlen, da gibt es nämlich eine amerikanische Hautärztin, nennt sich Dr. Pimple Popper. Wer ist das denn? Ja, du, die drückt professionell ganze Pickel aus. Und repariert den Kopf. Ja. Bis das ganze Weiße rauskommt, ne? Bei mir die was nicht. Nee, bei dir kommt nur heiße Luft. Bei mir ist das nicht mehr weiß. Grün. Ja. Oder gelb. Ja, oder gelb. Je nachdem, was drin ist. Alter oder so. So, Kinder, wir waren gerade unserem Idol entscheidend nah. Ja, wir haben Fotos gemacht mit Olivia Jones. Kuscheln, ja. Na? Jetzt stehen wir hier gerade in der ersten Reihe und jetzt laufen wir einfach mal drauf los. Mal gucken, wann wir ankommen. Ich muss einfach mal losgehen. Ja, demnächst.
laufen! Nicht mehr laufen, ja? Aber die Füße wie. Und die sind voll müde heute aus dem Kleid. Ja, weil die ganze Zeit lang ordentlich im SM-Schuppen da vorne sich verprügeln mussten. Ne? Da haben wir nämlich nur unseren nötigsten, allernötigsten Schönheitsschlaf gekriegt. 2,5 Stunden. Jetzt werden wir uns noch ein Säckchen kaufen gehen. Genau. Dann steigen wir in eine U-Bahn oder eine S-Bahn. Und dann geht es zurück ins Hotel. Guckt mal, Kinders. Bibi trägt schon ihre Schlappen. Ja, weil Bibi ihre Schuhe, die sind schon kaputt, weißt du, die Füße. Weil ich habe nur 2 Stunden geschlafen, genauso wie die Sissi. Aber ich trage noch ganz tapfer meine High Heels. Hast du bestimmt noch was dazwischen gekriegt, oder? Nein. Sicher? Ja. Ganz sicher. Wir sitzen hier in der S-Bahn. Oh. Ja. Vom Tanzen. Vom Tanzen, vom Laufen, vom Saufen. Wir haben aber gar nicht gesoffen. Stimmt. Kommt doch erst noch, oder? Ja. Wir zwirbeln uns jetzt einen ordentlichen Entspannungssekt hinter. Fahren jetzt bis zur Reeperbahn. Den laufen wir ein Stückchen. Beziehungsweise die Kumpel. Rubinchen läuft in den Schlappen. Ja, und dann auch die Schlappen anziehen. Und dann ist Entspannung angesagt, Kinders. Entspannung. Römer wollte damit sagen, sie bräuchte jetzt eigentlich eine Fußmassage, aber ist keiner da. Müssen wir doch ändern, ne? Oh. Ja, ihr fliegt gleich ab, Forschung, ja. Ey. Schossen.
Kinas, wir sind erschossen. Wir haben aber jemanden, der uns die Füße massiert. Oh ja, das wäre mal was Schönes. So, nach so einem langen, anstrengenden CSD-Tag wird sich jetzt Wolwinchen sich ein Bad einlassen. Ja. Und ich werde mir jetzt einen heißen Boy bestellen, der mir mal ordentlich die Füße massiert. Ja, du hast ja mindestens eine Stunde Zeit. Ich gehe also eine Stunde bestimmt in der Badewanne. Ja, Kinders, ihr habt das jetzt endlich geschafft bis zum Ende hin. Ich hoffe, euch haben unsere lustigen kleinen Ausflüge in die weite, weite Welt gefallen. Wir hatten richtig viel Spaß gehabt. Wir waren auch richtig fix und fertig. Und mir quallen bis heute noch die Socken. Wobei ich trage ja keine. Naja, was soll's, ne? Wenn ihr wollt, könnt ihr uns hier abonnieren. Hier gibt es vielleicht noch irgend so ein lustiges Video von uns. Oder da. Naja, wir bopsen das mal überall hin. Besucht uns auf Facebook. Na? Schaut doch einfach mal nach der Szene Girls. Nur Szene Girls. Bis dahin, eure Vulva und Vulvinchen.